Schluss jetzt, Frau Sokol, ich hau drauf. Herr Sektionschef, bitte, bevor ein Unglück passiert, lassen Sie den Hammer fallen. Warum soll ich den Hammer fallen? Also, ich habe die größte Mühe gehabt, damit ich in der Unordnung wieder draußen überhaupt den Hammer gefunden habe. Nein, 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 gehen Sie zur Seite. Herr Sektionschef, es ist ja nur das Scharnierl ein bisschen ausgeeiert. Ja, ich weiß, na ja, darum hau ich ja eben drauf. Aber bitte, nein, dann ist er ganz hin. Sie halten mich wohl für einen kleinen Trottel. Aber nein, Sie sind kein kleiner. Ganz im Gegenteil. Ich meine, was ich sagen will, ist, Sie sind halt manuell, also handwerklich nicht der Geschickteste. Frau Sokol, ich beabsichtige nicht, irgendein besonderes Kunstwerk zu vollführen. Nein, sondern ich will ganz einfach mit dem Hinhauen. Hammer... Hinhauen! Ja, das haben Sie jetzt schon gesagt. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass Sie so eine brutale Ader haben. Überhaupt nicht brutal. Bitte, es gibt da so zugegebenermaßen Menschen, die mich eventuell dazu inspirieren können. Ja, 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 das bin ich, ja, ja. Nein, nein, bitte, das haben Sie gesagt, nicht wahr? Nicht wahr? Also bitte gehen Sie weg, nicht wahr? Mein möchte Sie nicht verletzen, nicht wahr? Gehen Sie die Finger weg. Also um meine Finger habe ich keine Angst, aber um Ihre schon. Aber du lächerlich, ich meine, ein ordentlicher Schlag und alles ist in Ordnung. Nein, das täte man an Ihrer Stelle noch stark überlegen. Na, Frau Sokol, kommen Sie, gehen Sie weg, nicht wahr? Ich brauche Platz, damit ich ordentlich ausholen kann. So, und jetzt... frisch ans Werk. Darum, Hilda, muss ich dich um deine Hilfe bitten. Na ja, bitte. Ah, oh ja, oh ja. Mein Gott, was ist denn? Was ist denn los? Bitte schön, ich habe ja klar und deutlich gesagt, das war deutlich, also der Finger und nicht das Scharnierl. Ich hab's ihm aber voraus, ich hab's ihm vorausgesagt. Franz, um Gottes Willen, Franz, nein, mir kann niemand helfen. Ich meine, es ist auch aber gar nicht notwendig, da ist überhaupt nichts passiert. Ich meine, ich habe mir heute wahrscheinlich den Daumen gebrochen, aber sonst was nichts. Was ist denn noch Zeit her? Moment. Aber nein, das schau her, man kann ihn ja bewegen. Nichts ist gebrochen, mein Schatz, nein. Wir gehen jetzt ins Badezimmer und ich gebe dir dort eine Creme und die kühlt dir den Daumen. Ja, ja? Wir gehen nicht ins Badezimmer. Nein, du hast überhaupt nichts verloren. Ich meine, ich kann ja allein, ich bin ja kein kleines Kind, nicht wahr? Ja, aber bitte, bitte sei ganz leise. Ich habe dem Tommy einen Umschlag gemacht und ich habe gemerkt, er ist gerade eingeschlafen. Ja, ja, bitteschön, bitteschön, werde also nur ganz leise vor mich hin stöhnen. Sei so lieb. Antischku, du bist ein Held. Aber wieso hast du gesagt, der Tommy schlaft bei euch? Wieso? Ja. Ich habe gedacht, das mit der Frau Silvia ist für ewige Zeiten zu Ende und er kann schon in seiner Wohnung reine Luft atmen. Ja, es ist auch alles zu Ende, aber die Silvia, die hat irgendwas, glaube ich, ein Koffer oder sowas hat sie vergessen mitzunehmen. Den holt sie sich heute. Mhm. Nur gestern auf einmal kriegt der Tommy Halsweh und ein bisschen Fieber. Yes. Naja, und jetzt will er nicht, dass er im Bett liegt, wenn sie kommen. Naja, wegen der möglichen Versuchung, gerne ehrlich. Überhaupt keine Versuchung. Die beiden haben sich total getrennt, aber... Otti, du weißt doch, wie Männer sind. Er will nicht, dass sie bei der letzten Begegnung ihn in einem so miesen Zustand findet. Na, schrecklich. Also na, wieso denn schrecklich? Ich habe ihm doch gerne dieses Zimmer zur Verfügung gestellt. Schau, da kann ich ihn doch, kann ich den Tommy ein bisschen verwöhnen. Und mein Gott, das erinnert mich, wie ich Mutter gespielt habe. Bei ihm. Ja. So gerne. Nein, nein, ich habe ja nicht schrecklich so gemeint. Ich meine ja schrecklich diese männlichen Männer. Das war es eben, warum ich dich sprechen wollte und um deine Hilfe bitten wollte, wegen der Miami. Ach so, na gut, komm, mein Schatz. Also erzähl mir alles, ja? Erzähl, das ist leicht gesagt, erzähl. Da muss ich ja weit zurückstreiten. Bis in meine Jugend hinunter. Weißt du, Hilda? Was? Na ja, es war damals, du darfst nicht glauben, dass ich irgendwie unmoralisch war oder so, aber es war damals ein Mann. Na ja, sicher war irgendwann mal ein Mann. Na ja, und was ist da dabei? Da ist ja auch nichts dabei. Nein, aber da war gar nichts. Nein. Nein? Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Aha. Und ich habe Nein gesagt. Warum, weiß ich nicht mehr, das habe ich vergessen, Gott. Ja. Ihm habe ich auch vergessen. Aber stell dir vor, was jetzt passiert ist. No. Ich krieg jetzt... einen Brief. Ich zeige ihn dir. Ja? Dieser Mann hat abgelebt.
Und er hat mich... Abgelebt, also gestorben ist er, gell? Ja, ja, natürlich, ja. Und er hat mich in sein Testament hineingeschrieben. Nein, wie schön. Ja, das ist in diesem Brief sozusagen, weißt du, er hat nie geheiratet in seinem Leben und er hat mich erblich belastet. Ja. Und jetzt müsste ich dieses, also es ist ja nichts, kein Vermögen, ist, aber ich müsste es abholen. Und jetzt bin ich natürlich in einer schrecklichen Lage, verstehst du? Na, also das kann ich nicht verstehen. Wieso? Naja, ich kann es doch dem Eddie nicht sagen. Mein Eddie ist doch so schrecklich eifersüchtig. Um Gottes Willen, auf etwas, was so lang her ist. Und außerdem sagst du, es ist ja gar nichts passiert. Na ja, aber das glaubt er mir doch nicht. Oder glaubst du, dass der mir das glaubt? Der wird doch sagen, ich darf nicht erben. Und naja, ich wollte ja eh schon absagen. Nein, nein, das darfst du nicht, mein liebes Kind. Ihr könnt das Geld sehr gut gebrauchen. Na ja, das schon. Na no, also meine, nein. Und außerdem überleg einmal. Dieser Mann hat seinen letzten Willen dadurch ausgedrückt, dass er dir etwas vermacht hat. Und den letzten Willen, das musst du achten. Also, mach nicht so ein Gesicht, freu dich und nimm das Geld. Dasselbe hat ja der Dr. Heidenreich auch gesagt. Den habe ich nämlich angerufen in meiner grenzenlosen Unsicherheit. Nicht? Und der war ja, der war so lieb. Nein, also süß war der, sag ich dir. Stell dir vor, er hat gesagt, er wird mir justizlichen Beistand leisten. Und er wird mit mir, der fährt mit mir nach Prag und wird dort alles erledigen. Ja, weil er muss nämlich zufällig dorthin, weil er hat dort Damenbesuch. Also, er besucht eine, na, das ist ein Philo, sag ich dir. Der hat ja, überall hat er Damen. Ja, so. Verflixt du, Scharnierl, dich jetzt auf die Sprünge. 11. Wie ist das also? Du reist heute mit dem Dr. Heidenreich nach Prag. Ja. Ich habe ja schon mein Gepäck gepackt. Ja, du kannst aber nicht einfach fahren, ohne dass du dem Edi auf Wiedersehen sagst. Na ja, das geht ja gar nicht anders. Ich habe ihm geschrieben und ich habe ihm diesen Nachrichtbrief habe ich ihm oben auf dem Fernseher habe ich ihm hinaufgelegt. Also sei mal nicht böse, also ich finde das nicht richtig. Na ja, aber der wird mich ja nicht weglassen. Meinst du, er kann dich einsperren ins Kammerl? Nein, also bitte, Otti, du musst ihm das Ganze erzählen. Aber mein Eddie ist doch so schrecklich moralisch. Ja, schön, also gut, dann sag halt dem Dr. Heidenreich, er soll's dem Eddie erzählen. Nein, das geht nicht. Wir müssen heimlich reisen. Und das war ja auch der Grund, warum ich um deine Hilfe gebeten habe, dass du vielleicht den Eddie übernimmst, wenn er den Brief gelesen hat, weißt du, weil der läuft mir sonst Amor. Amok. Otti, gell? Amok. Ja, natürlich, das auch. Also bitte, das darf nicht wahr sein, dass die sich nicht geniert in ihrem Alter. Und der Heidenreicher schampft sie der nicht. Der arme Janek, bitte, das ist eine irrsinnig große Tragödie. Was heißt, ein Skandal? Ist es? Na, ich will das gar nicht mehr hören. Ich will das. Was heißt sowas? Na. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, vielen Dank. Das ist schön, dass Sie mich wieder mal beehren. Obwohl ich weiß, dass ich nicht der Gegenstand Ihrer Verehrung bin. Ja, ein kleiner Scherz von mir. Was darf es denn sein, bitte? Nichts, danke. Ich will nur... Ja, das heißt, ich muss... ich warte noch auf jemanden. Ah, ja, verstehe. Jetzt ist ja alles wieder in Ordnung. Die wahre Liebe hat gesiegt. Aber bis der Tommy kommt, darf ich Sie vielleicht auf was einladen? Was Gutes oder was Gesundes? Also, wenn Sie meinen Rat hören wollen, bei was Gutem mit viel Schlag über so einen Kalorien, lässt sich's besser auf den Tommy warten. bitte darf ich, entschuldigen Sie, darf ich den Koffer vielleicht auf die andere Seite stellen, bitte? Aber Herr Janek, ich warte nicht auf den Tommy. Was? Nein? Nein. Ja, aber wen denn dann, bitte? Ja, also, ich bin mit jemandem... Ach, hallo. Gott, bin ich froh, dass du hergekommen bist. Servus, Günther. Oh. Servus. Oje. Liebes. Weißt du, ich hab schon nach unserem letzten Telefon nicht mehr sehr daran geglaubt, dass du kommst. Ich war mir nicht sicher.
Ja, ehrlich gesagt, ich war mir auch nicht sicher. Trotzdem, weißt du, es wäre nicht gut gewesen, wenn alles einfach so aus ist, nicht? Mhm. Weil unsere Beziehung war einfach viel zu schön. Ich glaube, wir müssen was bestellen. Was? Bitte. Was darf es denn sein? Ja. Meine Güte. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche Probleme? Ich? Nein. Na schön, also dann bringen Sie uns mir einen großen Braun. Was magst du? Einen Cognac. Einen doppelten. Sie trinken? Na, wenn ich aufgeregt bin, schon. Eiskalt. Komm, ja. Gib mir deine andere Hand. Ich wärme dich. Danke. Sagen Sie, hätten Sie die Güte und würden Sie uns jetzt was bringen? Ja. Na, offensichtlich sind wir heute nicht die Einzigen, die ein bisschen durcheinander sind. Offensichtlich. Dagmar, kannst du mir verzeihen? Ich dir? Du mir? Ich hab doch als Erste damit... Geh auf, das ist doch kein olympischer Wettbewerb, wo es um erste oder zweite Plätze geht. Hauptsache ist, dass man ans Ziel kommt. Glaubst du, hast du ein endgültiges erreicht? Ich? Das weiß ich nicht. Das kann man nicht sagen. Ich glaube, es hat gar keinen Sinn, auf die Zukunft zu spekulieren. Manchmal denke ich, es ist am besten, wenn man im Augenblick glücklich ist. Mhm. Wie ist denn das mit dir? Naja, das geht nicht nur mich allein was an. Das betrifft auch den Tommy. Und ich mache mir schon Gedanken darüber, wie er die neue Situation aufnimmt. Irgendwie müsste ich es ihm halt schon erzählen. Ja, so. Bitteschön. Oh, entschuldigen Sie, bitte. Naja, vielleicht wäre es besser, ich sag's Ihnen. Ja, bitte, irgendwer, bitte muss es doch tun. Ja, also wissen Sie, ich habe nichts gegenüber dir in den Problemen Ihrer Gäste, ein bisschen Anteil nehmen, aber das möchte ich doch lieber alleine erledigen, wenn Sie nichts dagegen haben, ne? Ich wollte nicht stören. Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen. Wenn Sie mich jetzt einen Augenblick entschuldigen wollten. Ja, gerne. Günther, ich danke dir so sehr. Wieso? Wofür denn? Naja, eigentlich für alles. Ich habe wirklich ein Glück, dass ich dich erwischt habe, weil, weißt du, in den letzten Wochen hat alles so ausgesehen, als würde alles mit einer sehr hässlichen Missstimmung enden und das wollte ich wirklich nicht. Ich weiß. Es wäre auch fast so gewesen, weil ich war wirklich fuchsteufelswild auf dich, aber bis zu dem Moment... Guten Abend, ja. Otti! Yasu! Yasu! Ja, so. Entschuldigen Sie die Störung. Wissen Sie, wo die Frau Otte ist? Die ist heute nicht da, es ist nur ihr Mann da. Und der ist für einen Moment weggegangen. Ach, das ist ein großes Glück. Na, bald, um bei der Tante Joris zu bleiben. Man soll nicht immer gleich sagen, was ein Glück ist. Ich brauche nämlich ein Vögel. Ich stehe mit meinem Auto im Parkverbot. Noch dazu bitte in zweiter Spur. Ja, logischerweise, weil in erster Spur stehe nämlich ich. Auch im Halteverbot. Aber ich glaube, die Polizei wird am Samstag nicht so schnell sein. Ne? Schnell, das ist bitte auch wieder ein Begriff heute. Ich bin nämlich gerade im Begriff, mit einer Dame zu verreisen. Und Sie wissen, ja, vielleicht hat sich die das schon wieder anders überlegt. Ich meine, Frauen sind dazu imstande. Ach, verschreien Sie es nicht. Deine Dame hat sicher ihre Meinung nicht geändert. Dagmar, danke. Bitte. Und in der Wohnung ist der Tommy nicht. Und ich muss ihn ganz dringend sprechen, bevor es noch eine Tragödie gibt. Denn für den Tommy wäre es eine Tragödie, wenn er erfahren würde, was ich da eigentlich... Also bitte abspielen. Ich bin ganz aufgeregt. Herr Janek, tun Sie ihn jetzt beruhigen. Sie brauchen Ihre Nerven für Ihre eigene Tragödie. Ich hab ja keine. Ist der Tommy vielleicht hier? Er ist er, aber vergessen Sie jetzt den Tommy. Das kann ich nicht. Wissen Sie bitte, wer mit einem gepackten Koffer unten mit einem anderen Mann abhauen will? Sie wissen also alles. Ja, gerade hab ich's mitgekommen. Bin ja nicht so blöd, wie ich ausschaue, nicht? Herr Janek, es tut mir so furchtbar leid. Hm. Es ist ja auch eine Riesenschande. Also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mein Gott, so sind die Frauen, ich bitte Sie. Er ist ja auch ein sehr attraktiver Mann, ne? Ja, zugegeben ist er. Aber wenn er sowas tut, dann hat er einen sehr miesen Charakter. Ja, so sieht er auch aus, nicht wahr? Ja. Ich meine, sonst würde er nicht in seine junge, zarte Liebe hineintrampeln wie der Attila der Hunnenkönig. Eine junge, zarte Liebe. Herr Janek, sieht der Bormann mal so furchtbar. Ich? Wieso denn ich, bitte? Sie so in ein Leid tun. Das dumme Ganserl wird schon sehen, was geschehen wird. Ne? Das, so ein Typ wie der ist doch nichts für eine seriöse Beziehung. Nein, natürlich nicht. Ne? Wissen Sie, ich kann es mir nur so erklären. Sie hat momentan total
den Verstand verloren. Ja, das darf man eben nicht zulassen. Nein. Da muss der Dummy sofort hinunter und diesen Kerl, ich sage nur diesen Kerl, zur Rede stellen, bitte. Bitte, warum der Dummy, der liegt mit Fieber und Häusweh im Bett, warum nicht Sie, Herr Janek? Also, Sie glauben, also ich soll mich da einmischen? Na, wer denn sonst? Ja, wäre eigentlich recht. Wer denn sonst, bitte? Natürlich, das machen Sie, Herr Janek. Zeigen Sie sich endlich als Mann am besten gleich, bevor die Otti dazukommt. Mhm. Wissen Sie was? Schmeißen Sie den Kerl raus, dann sind Sie ihn los und die Frau Otti wird sich wieder da fangen und normal. Ja, also, passen Sie auf, Sie haben schon recht, aber die Otti möchte ich dann nicht hineinziehen. Ja. Die regt sich zu sehr auf. Okay. Nein, wirklich wahr. Die regt sich bitte über die ganze Sache zu sehr auf. Naja, am besten ich, ja, Sie haben völlig recht, ich muss ja der Retter sein, ja. Ja, und wenn das Fräulein Dagmar noch so böse auf mich wird, es ist nur zu Ihrem Besten, verstehen Sie mich? Nein, was hat denn das Fräulein Dagmar damit zu tun? Bitte entschuldigen Sie für mich, haben Sie überhaupt ein Wort von dem verstanden, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe? Sie sitzt unten in der Konditorei, bereit, jeden Augenblick mit dem Kerl zu verschwinden. Ja, ich muss runter, ich muss sofort runter, sonst ist es zu spät. Frau Sokol. Was die Dagmar will auch mit dem schönen Doktor abhauen? Ja, sind denn hier in dem Haus alle deppert? Ich meine, der ist ein schöner Mensch, gut. Aber so schön, dass man mit ihm alle Furten. Ja, so schön ist er wirklich. Der ist so schön. Tommy, bitte dich, wie du mich erschreckt hast. Was schreist denn so leise da um und um, wo du doch mit Fieber im Bett zu liegen hast? Für keinen Mensch nichts, wenn die Stimme weg ist, dass er leise ist. Aber dafür ist das Fieber jetzt auch weg. Ja, es wird gleich noch was anderes auch weg sein. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Das ist vielleicht ganz gut, obwohl ich. Ich weiß es nicht, ob ich es dir sagen soll oder nicht. Was auch cool. Sie können mir doch alles sagen. Wir sind doch Freunde. Nicht? Ja, eben. Darum ist es ja so schwer, so eine Hiobsbotschaft zu überbringen. Hust nicht so. Hiobsbotschaft? Ja, ja. Aber da können Sie mich nicht schrecken. Ich habe schon alles hinter mir. Ja. Machen Sie mir jetzt bitte einen Tee mit Zitrone, bitte. Mach ich, ja. Und wenn du den getrunken hast, wirst du draufkommen, dass du längst nicht alles hinter dir hast. Komm in die Küche. Nein, also sowas Blödes habe ich nicht einmal noch von dir gehört, Otti. Na, danke schön. Sehr freundlich von dir. Danke vielmals. Danke schön. Na ja, also ich meine, er hat es dir vielleicht ein bisschen unfreundlich gesagt oder unhöflich, aber recht hat er. Da soll ich also die Erbschaft nicht annehmen? Nein. Im Gegenteil, du sollst sie ja annehmen. Ja, du sollst sie annehmen, aber du sollst dem Eddie etwas sagen, bevor du wegfährst. Aber wenn er mir es dann verbietet. Du, so blöd kann nicht einmal dein Eddie sein. Doch, er kann. Jetzt einen Moment. Also bitte, Otti, jetzt denk doch einmal ein bisschen nach. Also ich weiß, du hast ihm einen Brief geschrieben. Und dann wirst du jetzt wegfahren und dann kommt der arme Eddie nach Haus und findet diesen Brief auf dem Fernseher, ja? Ja, wenn er nicht vorher eingeschlafen ist. Ja, das war ja ein Glück für ihn. Ja, also, und dann liest er den Brief und was glaubst du, was dann ist? Dann wird er sich kränken. Natürlich, weil du ihm diese ganze Angelegenheit verschwiegen hast. Das tut man nicht. Wirklich wahr. In einer Ehe sagt man sich alles. Und diese Angelegenheit hättest du ihm auch sagen müssen. Nicht? Dann hätte es mir aber verboten. Dann hätte er sich aufgeregt. Aber schau, nein, um Gottes Willen. Weißt du, was du bist? Feig. Richtig feig. Nein. Ja, doch. Und eine Art von Feigheit, die verletzendste ist für den armen Eddie. So, jetzt weißt du's. Nein, das darfst du nicht zu mir sagen. Nein, ich bin nicht feig. Und ich will ihn auch nicht verletzen, weil ich habe ihn ja so lieb. Ja, gut, du hast ihn so lieb. Und warum, um Gottes Willen, vertraust du ihm dann nicht? Was? Jetzt heult sie. Das ist wirklich die Höhe. Der Einzige, der Berechtigung hätte zu heulen, bin ich mit meinem zerquetschten Daumen. Aber ich? Nein. Und ihm muss man das anhören. Na, verkehrte Welt. So, da. Jetzt bin ich gerüstet. So. Ja, der Retter naht.
Also, Herr Doktor, das war die ganze Geschichte und ich muss zugeben, sie ist schon etwas verwirrend und schwierig. Aber ich habe es Ihnen erzählt, weil Sie sind ja Tommys Chef und er schätzt Sie wirklich sehr, hat er mir gesagt. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen weiterhelfen, denn irgendwie wird ihn die ganze Sache schon treffen. Irgendwie? Das ist so. Also, der Beziehung fühle ich mir aber nicht schuldig, weil schließlich die Sache war aus. So ein Lügner. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Tommy sogar erleichtert sein wird. Noch dieser Verräter, also. Ja, der Tommy ist doch ein grundanständiger Kerl, durch und durch. Und das war ja das Dilemma der letzten Wochen, nicht? Der ist da gestanden und hat einfach das Gefühl gehabt, dass diese Frau, die er mir geliebt hat, einfach ganz alleine im Regen dasteht. Sie werden sehen. Ich habe den Eindruck, der Tommy, der wird Ihnen noch einmal dankbar sein. Na, dankbar braucht er nicht sein, aber ich hätte es ganz gern, wenn wir alle Freunde bleiben könnten, weißt du? Also jetzt nicht? Jetzt gehe ich aber hinein und sag ihm, ich sag sowas sicher. Servus, Schatzle. Ah, Liebling, da bist du. Ja, grüß dich. Komm, gib her. Ja, hoffentlich habe ich dich nicht zu lange warten aber lassen. Aber nein, bin ich gewohnt vom Flughafen. Die längste Zeit verbringe ich in Warteposition. Hat damit zwei Frauen auf einmal weggenommen. Also das ist zu viel für mich. Um da den armen Domi noch zu helfen, müsste man ja ein Superman sein. Also, Ich bin es nicht, der Superman. Können Sie mir verzeihen, Dagmar? Um dasselbe wollte ich Sie gerade bitten. Ich habe mich benommen wie eine blöde Gans. Naja, ich war auch nicht sehr vernünftig. War ganz hysterisch. Und ich ziemlich blöd. Aber bitte entschuldigen Sie, wenn ich mich da als Außenstehender ein bisschen einmische. Vielleicht könnten die beiden Parteien einmal die schreckliche Vergangenheit vergessen und sich am Frieden der Gegenwart erfreuen. Mhm. Spricht der Jurist. Ja, bitte, ich kenne solche Fälle und Auseinandersetzungen, die für alle Parteien so glücklich auseinandergehen, sind sehr selten. Lieber Herr Dr. Heidenreich, Sie werden mich jetzt wahrscheinlich für eine sehr wankelmütige Person halten. Zuerst die große Liebe zum Tommy und jetzt? Ja, ich habe gedacht, es passiert mir nicht mehr so leicht. Ich habe überhaupt gedacht, nach meinen gloriosen Erfahrungen, ich bleibe ganz allein. Ja, genau wie ich. Aber was soll man machen? Irgendwann erwischt es einen halt, ja, ne? Ich wollte auch nur noch vernünftig sein. Aber wie wir uns letzte Woche getroffen haben... Haben wir alle Grundsätze und Vorsätze fallen gelassen und haben gedacht, das ist es. Mhm. Ja, man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mhm. Habe ich dir zu verdanken, Dagmar. Ich wäre nie in dieses Haus gekommen. Gern geschehen. Aber... Wenn ich ehrlich bin, ein bisschen neidisch werde ich schon. Nicht, weil ihr so schnell zueinander gefunden habt, sondern eben, weil es eben so schnell war. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es mit dem Tommy und mir weitergeht. Liebes Fräulein Dagmar, Sie haben vorhin gesagt, der Tommy schätzt mich als Chef sehr. Das freut mich irrsinnig. Ich schätze ihn als Mitarbeiter und als Menschen auch sehr. Und wissen Sie, ich glaube, es ist wichtiger, dass der Thomas weiß, wie es weitergeht. Und glauben Sie mir, ich bin ein Menschenkenner. Ich hätte keinen Konzipienten in meiner Kanzlei, der ein bisschen begriffsstützig wäre. Also, ich muss sagen, das ist zu viel für mich. Teddy? Ja, psst, Tommy! Ich will nicht, dass man mich hört. Ja, aber was hast du? Ich hab dich nicht gehört. Was sagst du denn? Was sagst du denn? Ich bin heiser. Was? Ich kann nicht lauter. Na, du armer, armer Tommy. Ja, ist schon gut, ich werd's überleben. Du tapferer Tommy. Ja, komm auch nicht zu nahe, sonst steck ich dich gar nicht. Wieso? Stell dir vor, was die Sokol mir jetzt erzählt hat. Ja, was? Ich bin vollkommen wert, weißt du, was ich glaub? Hm? Ich glaub, die Sokol ist betrunken. Aber nie! Aber das ist eine gute doch. Idee. Bitte mach dasselbe. Ich will nicht, danke. Du hast aber auch eine ganz schöne Fahne. Ja, eine Kummerfahne, weißt du? Ist das, oh, entschuldige bitte, weißt du, ich bin etwas schwach. Ich habe versagt. Weil ich eben ein Schwächling bin, habe ich eine Kummerfahne. Ich habe dich nicht retten können. Ich habe dir deine zwei Frauen nicht retten können. Verstehst du mich? Was ist heute los? Das ist Vollmond. Was ist los in dem Haus? Ich habe keine zwei Frauen. Na, jetzt hast du nicht mehr. Geht's nicht mehr, keine Frau. Du bist nur ärger bedient, dass die Socke hörst. Weißt du, was mir die erzählt? Die hat gesagt, dass mein Chef, der Dr. Heidenreich, mit der Tante Otti und mit der Dagmar durchbringen. Das ist ja was Blödes. Ja, nie. Sag mal, welche Tante Otti? Na, deine. Ich habe keine Tante Otti. Deine Frau. Ah, meine Frau hat eine Tante Otti. Aber hat sie mir noch nie erzählt? Ist ja wurscht. Ist ganz egal. Auf jeden Fall hat mich die Sokol so lange sekiert, bis ich endlich heruntergegangen bin. Sie hat gesagt, ich muss etwas unternehmen. Dabei, die Dagmar, die kann ja gar nicht da sein. Das hätte mir ja sicher gesagt. Ja, doch, sie ist. Was, wie? Nein, sie ist nicht da.
Tommy, du musst jetzt bitte sehr, sehr, sehr tapfer sein. Du armer kleiner Tommy, du musst ganz stark sein jetzt. Sie sind da. Wer? Ja, alle, die also deine Dagmar, deine Silvia und... Die Silvia ist auch hier. Ja. Nein, bitte komm, bleib doch da. Und dein Chef ist auch da. Und dieser, und dieser uninformierte, blonde Verführer, dieser... nein, nicht so. Uniformierte. Uni? Ja, namens Flugkapitän. Ja. Der mit der Dagmar. Ja, den wäre ich jetzt etwas dazu. Sie sind alle da, Tommy! Das ist mein lieber junger Konzipient, für den ich jetzt einmal kurz übersetzen darf, weil ihm die Stimme fällt. Ne? Also, er freut sich, dass wir alle so beisammen sind. Weiters wollte sagen, dass er sich speziell freut, dass Sie hier sind, Herr Kapitän. Und sollte es einmal Schwierigkeiten gegeben haben und Missverständnis, das alles vergessen. Und dann wollte er sagen, dass er sich freut. Und unter dem Thema, lasst mich in eurem Bunde noch der Vierte sein. Habe ich das ungefähr so richtig getroffen? Dann nehmen Sie Platz, liebe Kollegin. Dann nehmen Sie nicht diese Jugend. Oh, du bitte beruhig dich doch. Ja, ja, vor allem einmal bitte beruhige dich doch deswegen. Ja, wegen uns. Du bist ja offenbar überhaupt gar nicht im Klaren, was das heute für ein Samstag ist. Das ist doch ein ganz besonderer Samstag. Das ist der letzte Samstag vor der Sommerpause. Das ist jener Samstag, wo wir sonst im großen Familienkreis herumgesessen sind und alles Mögliche. Ei, na bitte. Jetzt ist der Schwan wirklich ganz hin. Na bravo. Also so wie mein Daumen. Aber bitte, Moment, aber das ist ja alles nicht so wichtig. Wichtig ist, das ist heute der letzte Samstag. An diesem Samstag sind wir sonst immer alle in großem Kreis hier gesessen, haben darüber geredet, wohin man fahren könnte. Übrigens, wir könnten heuer doch wieder mal in die Camargue fahren. Weißt du, solange sie noch nicht völlig ruiniert ist, jetzt immer mit dem Ölteppich und so weiter, ja, haben wir die... Nein, aber da über Steinbach könnte man doch auch einmal reden, nicht wahr? Einmal reden? Ja, na bitte dich. Und das alles, das soll heute auf einmal alles nicht sein, dass wir über das alles nicht mehr reden. Herr Sektion, Chef, Sie erzählen doch jedes Jahr, Entschuldigung, aber alle, weil an dem Tag dasselbe. Ja, aber bitte, und heute soll das auf einmal nicht mehr sein? Schauen Sie, das wissen doch alle Leute, Sie fahren an den Attersee noch und das haben Sie eh schon allen Leuten erzählt. Also, wo sie recht hat, hat sie recht. Na, sie hat nicht recht. Wirklich? Na, wie bisher haben alle immer sehr gerne und sehr interessiert diesen Ausführungen zugehört. Ja, lieber Franz, aber aus reiner Höflichkeit. Aber du brauchst dich gar nicht irgendwie nervös zu machen. Schau mal, wir sind noch ein paar Tage hier und du kannst die ausnützen und kannst jeden Tag einzeln jeden anrufen, kannst ihm erzählen vom Attersee und kannst ihm erzählen von Steinbach. Mein Gott, wunderbare Telefongespräche kannst du führen. Außerdem kannst du erzählen, wann haben wir da den ersten offenen Samstag da, ja, im September. Und das ist der typische Beweis dafür, dass diese Ausführungen ja notwendig sind. Denn sonst müsste doch jeder wissen, es ist jedes Jahr immer am selben Tag. Also nicht kalendermäßig, aber am selben Wochentag. Es ist immer am letzten Samstag im September. Ach, ja, am, diesmal also am 28. Und das ist jener Samstag, wo man die Stunde in der Nacht auf den Sonntag wieder zurückbekommt, die man uns Ende März weggenommen ja, hat. Ja, mein lieber Franz, und außerdem möchte ich dich aber daran erinnern, dass wir uns jetzt um die Probleme von der Otti kümmern müssen. Bitte schön. Ja. Nicht? Wir müssen das regeln. Ja, wir werden das. Ich werde das regeln, du hast Liede. Recht. Ich werde es dem Eddie gestehen, ich werde ihm alles sagen. Ja, ich muss es ihm sagen. Er weiß es schon. Bitte, was haben Sie gesagt? Er weiß es schon, habe ich gesagt. Ja, glauben Sie, also deppert ist er ja wirklich nicht. Ja, aber was heißt das? Bitte? Ja, also das kann ich Ihnen schon sagen. Schauen Sie, der Dr. Heidenreich sitzt unten in der Konditorei neben Ihrem Koffer. Möglicherweise ist es auch der Koffer von der Dagmar. Da habe ich den Janik nicht so ganz verstanden, weil er war ja auch sehr aufgeregt. Was man ihm ja aber wirklich nicht übel nehmen darf, Frau Otti, ne? Also, was Sie da sagen, da verstehe ich überhaupt kein Wort. Außerdem, ich habe überhaupt keinen Koffer, sondern nur eine Reisetasche und die ist in meiner Wohnung. Und was hat das Ganze mit der Fräulein Dagmar zu tun? Ja, weil die geht ja auch mit ihm durch. Ja,
Tut mir sehr leid, Frau Otte, wenn ich vielleicht eine Hoffnung bei Ihnen jetzt zertrümmern sollte. Aber das könnte vielleicht ganz gut sein, da werden Sie sich das noch überlegen, das Ganze. Ich meine, es geht mich ja nichts an, aber... Na wunderbar, es geht Sie nichts an, aber da mischen Sie sich doch besonders gern ein. Na, stimmt's oder habe ich recht, Frau Sokol? Sie haben sogar ein bisschen recht, Herr Sektionschef, weil ich habe einen Instinkt wie ein Jagdhund, wann ich ein Unheil wittere. Und bitte, hier ist es jetzt soweit. Ich meine, das ist ja... Frau Otte, das müssen Sie natürlich schon überlegen, was das für ein Unheil wäre, wenn Sie mit dem schönen Doktor abwaschen täten. Was? Aber hören Sie, Frau Sokol, die Otte pascht doch nicht mit dem Dr. Heidenreich ab, sondern sie verreist mit ihm. Ja bitte, wo ist da der Unterschied? Das ist ja genau dasselbe. Frau Otte, überlegen Sie sich das, er meint es doch nicht ernst. Ja, aber bitte, hat er sich aber selber angeboten. Das ist doch typisch für diese Art von Männer. So wie die schon sind, hemmungslos. Frau Otti, lassen Sie sich durch den Kopf gehen. Man verlässt einen Mann wie den Janik nicht. Ja, aber wie sagen Sie verlassen? Ich will doch nur verreisen übers Wochenende samt Montag. Also wissen Sie, das ist sogar noch schlimmer als wie für immer. Weil bei immer könnte man sagen, das ist die große Leidenschaft. Aber ein Wochenende, das ist die schiere Unmoral. Na, ja, jetzt ist aber genug, Frau Sokol. Also, liebe Frau Sokol, ich habe das Gefühl, dass bei Ihnen und auch beim Eddie ein gewisser Irrtum, ein ich weiß nicht was, eine Verwirrung herrscht. Nein, ich muss jetzt zu meinem Eddie, ich muss es ihm sagen. Nein, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin eine schlechte Frau, ich bin ein schlechter Charakter. Ich bin eine ganz, ganz schlechte Ehefrau. Aber nein, ich bin doch, das bin ich. Nein, ich muss zu ihm und ich muss es ihm sagen und wenn ich vor ihm auf die Knie fallen muss. Hoffentlich verwechselt's die beiden nicht und haut sich vor den falschen Mann nieder. Kennt er noch sein. Sagen Sie, woher haben Sie denn wieder diese blöde Idee? Ja, bitte, habe ich doch alles mitgehört, hier, durch die offene Durchreiche, ganz genau, durch die kaputte. Ja, liebe Frau Sokol, alles, was Sie durch die Durchreiche da hören, vor allem alles, was Sie so genau hören und alles hören, das war jedes Mal ein Riesenballerwatsch, wirklich wahr. Und was soll denn, apropos Ballerwatsch, was soll denn das heißen, dass die Dagmar auch mit dem Dr. Heidenreich verreist? Das ist der Blödsinn. Bitte, das hat mir der Janek erzählt. Die zwei sind ein feines Pärchen. Nein, ich finde, dass die Dagmar viel besser zum Tommy passt. Aber ich rede doch von Ihnen und vom Janek. Ja, bitte, jetzt möchte ich aber wissen, wo ist nun mein Tommy? Den habe ich in die Konditorei hinuntergeschickt, damit er das größte Unglück verhindert. Der wird das Unglück nur noch größer machen. Nein, du musst gleich hinunter in die Konditorei. Oh, einen Moment. Du musst nicht in die Konditorei. Nein, du musst dich wieder hinsetzen und hier bleiben. Ja, weil diese Angelegenheit, das müssen die jungen Leute unter sich ausmachen. Weißt du, Franz, es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass du einmal kapierst, dass du dich nicht mehr einmischen sollst. Nein, das gibt's nicht mehr. Jetzt die aufregenden Ereignisse, weißt du, das macht ganz allein die Jugend. Und wir bleiben schön brav auf einem Nebenschauplatz, setz dich hin, schön ruhig, ja, wenn's dir auch zuwider ist, so, mein Lieber. Tommy, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du krank bist. Ja, ich auch nicht, sonst hätte ich mich ja um dich gekümmert. Soll ich dir vielleicht Essigbatscherl machen? Oder wollen Sie das tun, Dagmar? Na gut, Essigbatscherl, er hat ja zwei Fussel für die Batscherl, aber Sie könnten sie auch mit Essigwadenwickeln versuchen. Kann man auch zu zweit, ne? Wie wär's denn mit einem Cognac? Nicht so unfreundlich, da könnte meins ja nur gut mit dir. Ja, Tommy, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie gut er essen kann. Moment, lieber Herr Doktor, so geht das wirklich nicht. Wissen Sie, ich habe zwar gewisse menschenfreundliche Züge an mir, aber dass ich eine Beziehung zu einer Frau, einem anderen Mann zuliebe habe, das ist mir noch nicht eingefallen. Das tue ich ganz egoistisch, mir zuliebe. Wunderbar. Endlich ein Mann, der zugibt,
dass er ein Egoist ist. Dann kann es die Frau nämlich auch sein. Ach, Tommy, sei mir nicht böse, dass ich mich so schnell getröstet habe. Aber so ist es halt. Die Silvia? Ja. Nicht die Dagmar. Das ist ein wunderbares Beispiel der wundersamen Heilung. Also ich kann verstehen, dass Sie mich jetzt für einen miesen Casanova halten, aber... Nein, um Gottes Willen, ich bin glücklich. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Und dir auch nicht, Silvia. Danke, danke. Bleib wir Freunde? Ja, immer. Und wir, Tommy? Na, mit der Zeit wird schon noch werden, ne? Also, ich glaube, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass wir immer Freunde bleiben. Sie haben keinen besseren Freund als mich. Okay. Merkwürdig. Das hat mir noch nie ein Mann gesagt, dem ich gerade die Freundin weggeschnappt habe. Kannst du mir verzeihen, Edilein? Ich weiß, wie so oft, ich war feig und ich war blöd. Ich hätte es dir sagen sollen. Was denn bitte, Ottilie? Das, was du eh schon weißt. Ich weiß was? Langsam hätte ich es dir sagen sollen. Ganz langsam, dann wäre alles dieses Missverständnis nicht entstanden, in was auch die Sokol hineingefallen ist, dass ich durchgehe mit ihm für die Unmoral. Dabei, ich tu's doch nur wegen dem Geld. Bitte, Entschuldigung, du durchgehen? Ich gehe doch nicht durch, nur verreisen übers Wochenende. Was, du auch? Wie die zwei anderen? Also bitte mit den beiden anderen soll er, meinetwegen, der Wüstling, Eddie, aber nicht mit meiner Frau. Eddie. Jetzt gehe ich aber zu ihm und werde... Nein, aber Eddie... Sie. Was ist denn? Ach, Sie wollen vermutlich kassieren. Na gut, das war ein großer Brauner und ein Cognac. Was zahle ich? Sie Zahltag ist, ja? Das werden Sie bereuen. Wie meinen Sie das? Dass Ihnen eine Frau nicht genügt, finde ich schon widerlich. Zwei sind bereits pervers, aber dass Sie auf Ihre Wochenendlustreise auch meine Frau mitnehmen wollen, das finde ich krankhaft. Ihre Frau? Ja, meine Frau, meine Otti, da steht sie. Grüß Gott. Ja, sagen Sie, ich denke doch gar nicht daran, Ihre Frau mitzunehmen oder mit ihr irgendwo hinzufahren. Was soll das heißen? Sie denken nicht daran. Ja, nicht einmal im Traum. So eine Frechheit. Ist sie doch nicht hübsch genug? Ich mach das schon. Ich lasse nicht zu, dass Sie sich beleidigen, liebe Otti. Ich lasse das nicht zu. Meine Frau ist die begehrteste Frau, die ich kenne. Ja, die beste, die schönste. Lachen Sie nicht. Die schönste. Und wenn Ihnen das nicht genügt, dann sind Sie... Jawohl, im Trottel sind Sie. Jetzt ist Schluss. Bitte, Janek, darf ich mich da einmischen? Nicht er will mit ihrer Frau, sondern ich werde mit ihrer Frau wegfahren. Sie, Herr Doktor? Ich habe ja immer gewusst, Sie sind ein Mann mit gutem Geschmack. Herr Janek, das Kompliment kann ich sofort zurückgeben, denn wie sonst hätten Sie so ein bezauberndes, hübsches Yasu-Weibchen gefunden? Ja, das stimmt wirklich. Ich habe, wie Herr Doktor, lang gesucht, aber ich glaube eher... Bitte, gefunden hat sie mich. Ja. Nicht wahr, Ottilie? Kannst du mir verzeihen? Ja. Ja, wieso? Wieso, Herr Doktor? Wieso? Reise, verreisen. Ja, das sollte eine Überraschung für Sie werden, Herr Doktor. Ja, die ist gelungen, Herr Doktor. Darf ich das kurz erklären? Ja. Die Frau Otti hat eine Erbschaft gemacht in der Tschechoslowakei und nachdem ich zufällig gerade im Wochenende in Prag zu tun habe mit einer bezaubernden Kundin, wirklich vertritt sie dort, haben wir gedacht, ich nehme sie gleich mit dem Auto, die Frau Otti, und kann ja am Montag gleich bei den juridischen Angelegenheiten behilflich sein. Ja, das ist ja besonders freundlich von Ihnen, Herr Doktor. Nicht, aber natürlich. Was heißt verzeihen, du dummes kleines Mädel, du. Mädel ist übertrieben. Und um endlich alles richtig zu stellen, lieber Herr Janek, dieser Herr ist mein Kapitän. Ich meine, er hat mich abgeholt mit meinem Gepäck. Ja, also, und wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal hier in dieser Konditorei sein. Verspreche ich Ihnen, die Bedienung ist so originell, das findet man nicht so leicht irgendwo. Herr Janek. Sind Sie jetzt wieder beruhigt? Ja, das wird mich. Und lieber Tommy, jetzt ist ja alles wieder ganz wunderbar in Ordnung, nicht wahr? Wunderbar ist ein Hilfsausdruck. Es ist wunderschön, stimmt's da? Ja. Herr
Hoffentlich habe ich dich jetzt nicht angesteckt und du hast jetzt auch bald keine Stimme mehr. Macht auch nichts. Ein bisschen Schweigen schadet uns gar nicht. Schließlich haben wir in den letzten Wochen so viel Dummes zueinander gesagt. Ja, also ich glaube, wir zwei, wir werden uns jetzt verabschieden. Ja. Nein, lass mich die beiden Taschen nehmen. Nimm du den Koffer. Ja. Den habe ich schon vor einer Stunde hier abgestellt. Also? Ja. Also auf Wiedersehen. Geht's? 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tommy? Ja. Wiedersehen. Und bitte sei so lieb und behalt nur meine guten Seiten in Erinnerung. Nicht die dummen, die vergiss. Ja. Du hast nur gute Seiten. Nein, nein. Ich war schon ziemlich kindisch für mein Alter. Aber ich glaube, ich werde jetzt endlich erwachsen. Wiederschauen, Dagmar. Wiedersehen. Alles Gute. Ja? Das wünsche ich euch beiden auch. Ja. Ja, also ich glaube, wir werden uns erst im Herbst wiedersehen. Einverstanden? Einverstanden. Sommer sind wir beide ziemlich unterwegs. Und ich werde Silvia auch überall hin mitnehmen, weil das muss ich schon aus therapeutischen Gründen. Sie hat nämlich Angst vor dem Fliegen. Sag mal. Ende gut, alles gut. Jassus Ramas, wir haben es. Wir haben es mit solchen Schiffern. Na ja, aber nur, wenn mein lieber Eddie nicht dagegen hat. Aber was heißt dagegen? Ich freue mich darüber. Ja. Ottilie, ja. Na gut, dann gehe ich und hole meine Reisetasche, meine gepackte. Bitte, dürfte ich mal Ihr Telefon benutzen? Mein Wagen ist abgeschleppt, ich brauche ein Taxi. Ihre ist übrigens auch abgeschleppt, Herr Doktor. Wollen Sie auch ein Taxi? Bitte, ist eine Frechheit. Ich bin doch extra deswegen im Parkverbot gestanden, dass mich keiner abschleppt. Wo soll man denn in Wien noch stehen? Ja. Wie ist das? Na, dann können wir im Moment gar nicht reisen. Aber natürlich könnt ihr. Ich bringe euch alle gemeinsam zum Abschleppler. Ja, ja, dort könnt wunderbar, ihr dann... Wunderbar, wunderbar. Die Autos auslösen. Ja, ja, ich sag's gleich der Silvia. Ja, die kommt. Und wir warten draußen. Jawohl. Allerdings, Herr Doktor, fällt mir gerade ein, ja. Ich bitte Sie sehr höflich, dass Sie sich ans Steuer setzen. Ich bin nämlich ein bisschen wackelig. Ich habe nämlich zu schnell hintereinander ein paar Stamperl getrunken. Ja. Ich habe eine blendende Idee, mache einen Vorschlag. Hm? Sie fahren einfach mit der Auto mit mir gleich mit nach Prag. Ja, bitte, wenn ich Sie nicht störe. Aber gar keineswegs. Na, das ist aber besonders freundlich von Ihnen, Herr Doktor. Hier ist der Schlüssel, bitte. Ja. Und ja, in einer Minute bitte bin ich draußen. Ich hole nur schnell unsere Zahnbürsteln. Und bitte die Frau Sokol, dass sie einige Tage hier in der Konditorei ihren Dienst macht. Na, ja, aber natürlich, das macht sie doch bestimmt. Komm. So eine gute Idee, Herr Doktor. Tommy, ich habe jetzt noch eine Anweisung für Sie. Zuerst einmal alles Gute. Legen Sie sich ins Bett, nehmen Sie am Montag frei, kurieren Sie sich aus. Christian, Tag noch auch alles Gute. Und vielleicht machen Sie sonst noch etwas, das Ihrer Heilung hilft. Ich wollte jeder hätte so einen Chef. Dagmar, ich muss dir schon eines sagen, es geht ein bisschen schwer, aber dass du da bist, das hat mich eigentlich vollkommen geheilt. Hast du gedacht, ich komme nicht mehr? Naja, nach diesen letzten Verwicklungen in den letzten Wochen, das war ja schrecklich. Und meine vielen Lügen und Schwindeleien. Ja, du hast gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Aber ich habe auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Ja. Das ist eigentlich ganz super. Ich habe mir das so überlegt. Denn bei anderen Beziehungen, die müssen erst, weißt, die lügen sich erst viel später an. Hm. Und wir haben unser ganzes Lügenrepertoire schon aufgebracht. Stimmt. Wir müssen uns jetzt die Wahrheit sagen. Genau, aber keine Versprechungen. Also keine Versprechungen. Nein, also eines muss ich dir versprechen. Und zwar? Es wird eine endlose Liebesgeschichte werden. Und ich verspreche dir, ich nehme dich nicht beim Wort, weil du noch im Fieberwahn bist. Wenn du den großen Versprechungen von mir nicht traust, dann muss ich es zitzerweise machen, kleinweise. Dann verspreche ich dir zuerst einmal einen wunderschönen Sommer zu zweit. Das ist schon gut. Und die restlichen Versprechungen, die machen wir im Herbst. Ja. Abgemacht. In Ordnung, abgemacht. Sag mal, wohin fahren wir jetzt eigentlich? Ich würde ganz gerne mal nach Griechenland fahren. Griechenland, das ist sehr gut, ja. Aber glaubst nicht, dass das mit dem Meer jetzt dort auch stimmt, und da sind immer so viele Leute. Ah, ich weiß was, Irland. Ja, da habe ich eine Bekannte. Ich bin der Hand der Heidenreich im Unglück. Entschuldigt, das glaubt sie nicht. Jetzt haben wir zwei Autos gehabt, haben sie uns die Autos abgeschleckt. Das vom Kapitänowitsch und von mir. Und das Auto vom lieben Janik hat einen Patschen. Nein, das ist ein Wahnsinn. Tommy, ist es sehr dringend? Aber jetzt möchte ich die Gelegenheit einmal gleich benutzen. Ich war in der letzten Zeit ein bisschen rüffelig zu Ihnen. Aber jetzt, Sie haben ja da, seitdem Sie am Plan stehen, glaube ich, ist es ein bisschen besser geworden bei uns. Ich meine, ich habe eher gedacht, das geht. Nein, überhaupt nicht. Nein, Spätfrühling ist das.
Also ich bin nicht so grob, gell? Ich meine, Sie wissen, warum ich das mache. Ich glaube, es ist am besten, Sie wimpern sich nicht weiter so bei mir ein, lieber Herr Kollege. Ich gebe Ihnen mein Auto. Wunderbar. Sie kriegen den Schlüssel. Haben Sie die Steuermarken einbucht? Ja? Das ist Ihr Problem. Mein Problem ist Ihr Auto. Sie müssen sich rausreden. Könnte ich machen einen Vorschlag, wir nehmen die junge Dame eigentlich gleich mit? Waren Sie schon mal in Prag? Er ist doch eh krank. Nein, noch nie. Aber er ist doch krank. Er bleibt einfach im Bett und Sie fahren mit uns. Na, obwohl, eigentlich sollte ich ihn pflegen. Wissen Sie, ich habe da noch eine Stelle frei für eine Sekretär. Können Sie ein bisschen Schreibmaschinen schreiben? Nein, eigentlich also, ich habe mich gerade beworben, so aber lieber Dommel, wenn man Fieber hat, soll man nein, keine Angst wissen. Bei mir geht es Geschäft vor Privatleben. Das ist Ihre... Sehr genau. Nein, fahren Sie nach Prag und wir bleiben da. Ja, da unten sitzen noch Menschen, ich meine, stehen Menschen, die warten. Kriegen wir das Auto? Ja, also den Abschiedskuss verdiene ich euch nicht. Baba und bitte kommen Sie.